Moin moin ihr Lieben. Hallöchen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind tatsächlich heute in Thale. Seilbahn Erlebniswelt Thale, so heißt es im Gesamten. Schon immer mal hier hingewollt und es steht eine Tour in den Osten an und da bietet sich das natürlich an. Viele verbinden das mit dem Rückweg. Wir machen es jetzt auf dem Hinweg, weil dann haben wir es nämlich weg. Es fährt auch schon alles, uns erwarten 4 neue Accounts und ja, ganz viele Besonderheiten. Ich muss einfach ein bisschen warm werden hier mit dem Vloggen, Mensch. Ja, was es hier alles gibt, zeigen wir euch gleich. Ihr müsst euch so eine Karte kaufen. Da sind dann so Punkte drauf und wir brauchen jetzt für die 3 Counts, die hier stehen, 140 Punkte. Ne? Also zu zweit. Genau. Wichtig ist, der Alpine Coaster ist nicht hier direkt, sondern da müsst ihr noch ein Stück hinfahren oder ihr fahrt mit der Seilbahn hoch. Eins von den beiden. Wir fangen jetzt gleich mal entspannt an und nehmen euch einfach mal ein bisschen mit. So, ihr Lieben, wir stehen vor der ersten Achterbahn in Anführungsstrichen hier. Eigentlich ist es ein... Ja, Flying Coaster. Ja, es ist ein Flying Coaster im Mini-Format. Also wer jetzt denkt, Fly ist der einzige Flying Coaster, ist falsch. Man liegt hier drin. Ich weiß nicht, ob ihr es da irgendwo schon sehen könnt. Ich zeige es euch gleich mal. Und das Ding machen wir jetzt. Sieht total verrückt aus. Ist von Wiegand hier hingestellt worden. Hier ist, glaube ich, alles, also so gut wie alles von Wiegand und Sunkit Hege. Wir fahren das jetzt mal. Das Ding war sehr oft, sehr lange geschlossen. Und deswegen habe ich gerade so ein bisschen Panik gehabt. Aber ich habe es fahren sehen. Und damit fangen wir natürlich jetzt an. Wie sollte es anders sein? Ja, dann... Leg dich mal da rein. Ich finde es so komisch, dass es ein Count ist. Ja. Na gut, es ist halt Schienen geführt, ne? Ja. Guckt euch das an, Leute. Ist das geil? Erst wenn die Ampel leuchtet, Schatzi. Ja, aber er leuchtet doch. Nein, wenn die Ampel grün leuchtet vor dir, ganz vorne. Guck nach vorne. Guck nach vorne. Ja. Hast du gedrückt? Ja. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Ach du Scheiße, ey. So kacke. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach Gott, Leute. Okay, Leute. Dann wollen wir uns das mal angucken. Oh Gott! Ach du Heilige! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, Leute, guckt euch mal das Ambiente an! Ist doch super! Oh Gott, hallo! Jetzt gibt's Lounge, Freunde! Jetzt gibt's einen Abschuss und. Oh Mann, ey. Vorsicht! Oh Gott, das ist irgendwo am Boden. Noch warten. Und ums. Oh. Frage. So, warte. Hexenbesen, bevor du die Frage stellst. Hexenbesen. Haben wir hinter uns. Der Flying, es ist tatsächlich sogar ein Flying Launched Coaster. Weil unten hat das Ding einfach nochmal einen Launch, weil es sonst halt nicht um die Kurve schafft. Ja. Mega besonders. Es klingt auch alles ziemlich besonders. Trotzdem ist es halt nicht wirklich spektakulär, weil es halt 5 Meter hoch ist und ja. 10 km/h schnell. Aber für Achterbahn-Fans halt eine totale Besonderheit. Ne? Das stimmt. Ja, das hat Spaß gemacht. Wir machen jetzt direkt die nächste Besonderheit auch von Wiegand. Ich kann noch nicht sagen, wie das Ding heißt. Das zeige ich euch gleich einfach, wir nehmen euch mit rein. So, wo sitzen wir jetzt drin? Im Boderit. Boderit. Das Ganze ist ein Suspended Coaster von Wiegand, wenn ihr es so wollt. Und auch powered, ne? Also ihr seht schon, der Lift ist ganz schön schnell. Und Selina hat richtig Spaß, wie ihr seht. Hä? Hey, ich auch. Das ist ein neutraler Gesichtsausdruck. Ja, neutral, siehst du? Oh Gott. Eieiei. Boah, das ist voll schön über den See so. Das ist voll wie im Putzpark, wie du gesagt hast. Guck mal über den See. Ja. Jetzt lachen sie, ne? Wenn sie mich geärgert haben, dann lachen sie. Ja, super. Boah. Heidewitzka. Die Dicker, ein bisschen. Die was? Ja, ist richtig. Schräg die Scheiße, Vorsicht. Oh Gott. Oh. Ich glaube, das ist das Thumbnail. Krasse, zweiter Lüfter auch noch dabei. Das ist ein gutes Thumbnail hier. Ja, absolut. Voll lang das Ding. Also im Vergleich zu dem Ding von gerade. Ach, das war ein Minigolf spielen. Ja, mal eine Runde abziehen. Noch ein Lift, das gibt's doch nicht. Oh. Ich bin so richtig stolz drauf. Das kann ich nämlich ausschneiden lassen. Jo! Ah, das war ziemlich gut. Ja.
Finde ich auch. Und voll schön mit dem See hier, ne? Eine Sache darf beim Kauen nie fehlen. Der obligatorische. Ja, der Butterfly. Genau, der obligatorische Butterfly, Freunde. Das ist ein Kätzchen hier. Ja, das ist ein Kätzchen, stimmt, ja. Gibt's auch hier und den holen wir uns jetzt als letztes hier unten ab. Und dann müsst ihr entweder mit der Seilbahn hoch, um den Alpincoaster zu fahren, oder mit dem Auto nochmal Richtung Hexenplatz, habe ich mir gerade sagen lassen. Ich vermute, wir nehmen aber die Gondel, weil hier aktuell Verkehrschaos ist, weil die hier so ein Fest haben. Ich weiß nicht genau. Ja, das Fest mit Flohmarkt war so. Und ist halt Walpurgisnacht hier heute. Genau, und ne? Auch nichts ausgesperrt gefühlt. Ja. Die Hälfte gesperrt. Ja. Also Nervenlagen blank, sage ich euch ehrlich, aber wo ich gesehen habe, dass alles fuhr, war alles wieder in Ordnung. Einige von euch werden das kennen. Wir fahren jetzt Butterfly, nehmen euch mit und dann wartet auf uns noch eine Seilbahnfahrt und eine Alpincoaster. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Easy, Leute. Easy peasy lemon squeezy. Wir haben wieder gedribbelt. Eigentlich haben wir nur Leute gefordert, die Karte für uns dranhalten können. Und jetzt können wir doch zusammenfahren. Jetzt seht ihr wieder ein POV von Celine. Genießt es. Deine Oh. Ui, sind doch schon lustig. Oh. Ui. Ui. Schön. Ja. Wie ist deine Stimme? Ja, ich freue mich. Wir haben alle Counts hier unten, das ist super. So, damit haben wir schon mal Full Count hier unten. Und wir werden jetzt den Weg wahrscheinlich mit der Seilbahn nutzen. Ich meine, es gab so ein Kombi-Ticket für einmal hoch, einmal runter und noch ein Alpincoaster-Ticket für 12 Euro oder so. Lasst mich nicht lügen, ich werde es euch gleich nochmal mitteilen. Aber das macht jetzt mehr Sinn, weil sonst müssten wir zum Auto. Der Parkplatz ist 5 Minuten von hier. Und dann müsst ihr dann noch dahin fahren, dann da. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wir fahren jetzt mit der Seilbahn hoch und dann sehen wir uns oben gleich wieder. So, mal wieder seht ihr Celine. Wie die Jacke. In ihrer vollen Besitz ihrer Kräfte. Oh Gott. Ja, hi. Hi. Was haben wir gezahlt? Wir haben jetzt 12 Euro gezahlt. Ja. Und für halt einmal Tag. Also einmal hoch. Einmal hoch und runter und halt auch den Coaster. Ja. Wir sind nur so dumm gewesen. Es gibt hier Gondeln mit Glasboden. So wie die zum Beispiel. Genau. Und was haben wir gemacht? Ja, das haben wir nicht gecheckt in dem Moment, dass wir eingestiegen sind. Aber es gibt noch eine Talfahrt. Genau, und dann nehmen wir die Grüne. Ja, so machen wir das. Ich hoffe, ihr habt gute Unterhaltung hier mit uns. Wir fahren jetzt Alpincoaster. Bisschen Tempo drauf kriegen, noch ist die Strecke frei. Ah, ist frei. Da können wir. Gleich hab ich dich. Ah! Oh. Oh. Hi, ja, ja. Leute, Celines Zündschnur ist kurz. Ey, der Mitarbeiter hat mich gerade behandelt wie ein kleines Kind, der mit einem gesprochen hat. Das geht gar nicht. Ja. Wie der mit einem gesprochen hat. Ja. Boah. Das war ziemlich dumm, muss ich sagen. Also auch bei mir. Also vielleicht kurz was zum Poster an sich, der ist in Ordnung, ja. Auch wieder kurz. Ne? Wir sind halt jetzt den aus dem Ford Fun gewohnt und der ist dann einfach geisteskrank gut und da kommen die hier alle im Harz nicht dran, ne? Also nicht einer. Ja. Ich fand den von der Prüfung am besten, weil es relativ einfach war, den auch unten zu halten. Ja. Weil die anderen, also der eine heute Morgen war richtig schwer, du musstest richtig Kraft aufwenden, um den Bügel halt unten zu lassen. Aber den fand ich bisher am besten. Ja, an sich, von der Strecke her war es am besten. Ja.
aber... Ja, so richtig schnell bist du hier auch nicht geworden, nee, ne? Stimmt. Naja, gut, damit haben wir Full Count. Wir melden uns gleich nochmal, müssen uns erstmal selber ein bisschen orientieren hier, ne? Ja, ihr Lieben, nicht erschrecken. Wir sind im Hotel angekommen. Ich habe schon angesprochen, dass wir eine kleine Tour in den Osten machen. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass wir den Freizeitpark Belantis und den Freizeitpark Plon hier haben. Und der Freizeitpark Plon steht nämlich als nächstes auf dem Programm. Schaut euch mal die Aussicht an. Wir schlafen tatsächlich im Chemnitz, im höchsten Gebäude von Chemnitz. Ich weiß gar nicht, wie das Hotel gerade heißt. Es ist auf jeden Fall 91 Meter hoch und wir sind im 23. Stock. Mit der Aussicht richtig cooles Panorama. Waren gerade noch eben was essen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Seilbahn Erlebnis Weltale. Ziemlich, ziemlich cool. Das Einzige, was ich doof fand, ist die Beschilderung, um hinzukommen. Also wir haben auch ziemlich lange gesucht, muss ich sagen. Und der Alpine Coaster ist halt nicht da, wo die anderen Sachen sind. Also entweder fahrt ihr nochmal mit dem Auto dann durch Halbtale oder ihr fahrt halt eben mit der Seilbahn hoch. Kostet halt eben 12 Euro pro Person, weil ihr ja eben die Bergfahrt, die Talfahrt und den Alpine Coaster haben müsst. Die Alpine Coaster heute waren alle nicht ganz so besonders. Wir haben ja noch ein paar mehr besucht, die habe ich euch jetzt gar nicht gefilmt. Der in Thale war in Ordnung. Jetzt nicht der längste von der Geschwindigkeit her. War das in Ordnung, aber stehen halt einfach super viele besondere Achterbahnen da an. Ein Flying Coaster mit einem Lounge drin, müsst ihr mal vorstellen. Also richtig, richtig cool. Haben auch alles geschafft und entsprechend, ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonniert unseren Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns dann morgen im Freizeitpark Plon wieder. Macht's gut, haut rein, ihr Lieben.